Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Als die britische Königin Elisabeth II. Als Anlass ihres Staatsbesuches in der Bundesrepublik Deutschland im vergangenen Jahr auf die engen Beziehungen des Vereinigten Königreichs zu Europa einging, verdeutlichte sie dies sinnbildlich an den schottischen Wurzeln eines Mannes aus Ostpreußen. Eines Mannes, der genau gesagt aus Königsberg stammt und der mit seinen Wirken Weltgeschichte geschrieben hat, Immanuel Kant. Die Rede der Königin macht eins deutlich. Kein Philosoph, kein Deutscher wird mit seinen Werken häufiger in Reden internationaler Staats- und Regierungschefs zitiert als eben Immanuel Kant, dessen Geburtstag sich im Jahr 2024 zum 300. Male jährt. Was will ich damit sagen? Mit der heutigen Aussprache würde ich der Deutsche Bundestag zum wiederholten Male in einer Kernzeitdebatte den Kulturraum, dem der Ostpreuße Immanuel Kant entstammte. Es sind dies die früheren Ostgebiete des Deutschen Reiches und die historischen Siedlungsgebiete der Deutschen in Mittelost- und Südosteuropa. Als Kerngebiet der deutschen Geschichte und als Heimat von Millionen Deutscher und ihrer Vorfahren zählen diese Kulturlandschaften bis heute zum Urbestand unserer Kultur. Die bis heute dort lebenden Mitglieder der deutschen Minderheit sind augenfälliges Beispiel dieser langen historischen Verbindung. Für unser Land, seine Geschichte und unser nationales Selbstverständnis sind diese geografischen Regionen und ihre Metropolen wie Königsberg und Breslau, Danzig, Stettin oder Thurn von zentraler Bedeutung. Es war nicht zuletzt der damalige Direktor des Britischen Museums in London, Neil MacGregor, der in seiner international viel beachteten Deutschlandausstellung zum Jahreswechsel 2014/2015 auf diesen bedeutenden Sachverhalt hingewiesen hat. Die von der Bundesregierung nun vorgelegte Konzeption zur Weiterentwicklung und Pflege der Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa ist ein richtungsweisendes Dokument, denn sie legt ein starkes Bekenntnis zur essentiellen Bedeutung dieses Kulturbereiches ab. So wird der Kulturförderung gemäß § 96 Bundesvertriebenengesetz zu Recht, Zitat, Beitrag zur kulturellen Identität Deutschlands und Europas gekennzeichnet. Die neue Konzeption stellt die ostdeutsche Kulturarbeit wieder einen angemessenen historischen Rahmen und erkennt die bleibende Aktualität des Themas Flucht und Vertreibung an. Sie würdigt den Beitrag der deutschen Heimatvertriebenen und Flüchtlinge sowohl zum Wiederaufbau nach dem Krieg als auch an der Kulturarbeit seit über 65 Jahren. Darüber hinaus nimmt sie die deutschen Minderheiten im Ausland anerkennend in den Blick. Relevante Akteure des Kulturbereichs, wie beispielsweise in der jüngsten kulturpolitischen Korrespondenz kommentiert, stimmen diesen Beitrag und der Bewertung zu. Die Konzeption der Bundesregierung ist mit dem Zusatz Erinnerung bewahren, Brücken bauen, Zukunft gestaltet untertitelt. Es ist in diesem Zusammenhang von größter Bedeutung, dass die Konzeption auch die Rolle und das fortbestehende grenzüberschreitende Engagement der deutschen Heimatvertriebenen würdigt, die unter großen Verlust ihre Heimat verlassen mussten. Auch die heutige Relevanz des Themas in der deutschen Gesellschaft, Zitat, gut jeder vierte Deutsche einen persönlichen oder familiären Bezug zu den deutschen Vertriebenen und Flüchtlingen sieht, bleibt unerwähnt. Aus diesem Grunde ist es richtig, von einer grundlegenden qualitativen Verbesserung zu sprechen, die der Bundesregierung mit dieser Weiterentwicklung der Förderkonzeption aus dem Jahr 2000 gelungen ist. Das klare Bekenntnis, dass der Förderauftrag § 96 Bundesvertriebenengesetz nicht mit dem Erlöschen der Erlebnisgeneration endet, sondern eine zukunftsweisende Bedeutung entfaltet, verstärkt die positive Zielrichtung der Konzeption. Der Kulturbereich steht in vielen Fällen aber auch vor wichtigen Weichenstellungen, vor allem finanziell. Liebe Kolleginnen und Kollegen, viele Mitglieder der deutschen Erlebnisgeneration von Flucht und Vertreibung, die sich bis in die Gegenwart in zutiefst anerkennenswerter ehrenamtlicher Weise um das Andenken an die verlorene Heimat verdient gemacht haben, möchten ihr Engagement nun in jüngere Hände legen. Hierbei müssen wir von Seiten der Politik die notwendigen Hilfestellungen geben. Vor allem muss unter allen Umständen vermieden werden, dass durch mangelnde Sensibilität in der Gegenwart Teile des unter schwierigsten Bedingungen geretteten und anschließend über mehr als 70 Jahre bewahrten ostdeutschen Kulturguts verloren geht. Originalobjekte aus dem historischen deutschen Osten sind nicht reproduzierbar.
Die heute debattierte Konzeption erkennt diese wichtige Aufgabe an. Ein hervorragendes Beispiel dafür, wie deutsches Kulturerbe dauerhaft für die uns nachfolgenden Generationen gesichert werden kann, ist die vor wenigen Wochen vertraglich vereinbarte Überführung der Bestände des Museums Stadt Königsberg aus Duisburg in das Ostpreußische Landesmuseum Lüneburg. Auf diese Weise wird die weltweit größte Einzelsammlung zu Immanuel Kant und werden bedeutende Bestände zur ebenfalls aus Königsberg stammenden Malerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz zusammenhängend erhalten. Mittels der Sammlung des Ostpreußischen Landesmuseums und der Überlieferung zur früheren Provinzhauptstadt Königsberg wird es künftig möglich sein, die Bestände in ihrem geschichtlichen und geografischen Kontext zu präsentieren. Dies ist von allergrößter Bedeutung. Allein die geschichtliche Tatsache, dass Immanuel Kant seine Heimatstadt und die sie umgebende Provinz zeitlebens nie verlassen hat, macht eins deutlich. Ein wirkliches Verständnis Kant ohne die Berücksichtigung der ihn umgebenden und prägenden Kulturlandschaft Ostpreußen muss unvollständig bleiben. Diese umfassende Einbettung wird künftig in Lüneburg möglich sein. Und ich lade übrigens auch alle Kollegen herzlich ein, Ostpreußen einmal zu besuchen. Das ist immer eine Reise wert. Es gilt nun, den Bund und das Land Niedersachsen, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, dafür zu gewinnen, mittels einer baulichen Erweiterung des Ostpreußischen Landesmuseums um einen dritten Bauabschnitt die dafür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Dies ist in meinen Augen alternativlos. Wie wenige andere Themen eignet sich die Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa für eine intensive Zusammenarbeit mit unseren östlichen Nachbarn. So sollten wir beispielsweise den 300. Geburtstag von Immanuel Kant im Jahre 2024 nutzen, um mittels der Brückenfunktion des nördlichen Ostpreußens den kulturellen Dialog mit Russland im Rahmen einer Kant-Dekade zu intensivieren. Die gemeinsame Wertschätzung des Lebens und Wirkens Kants, aber auch der deutschen Geschichte in der heutigen Oblast Kaliningrad, ist ein Themenfeld von größter deutsch-russischer Übereinstimmung. Diesen glücklichen Umstand dürfen wir nicht ungenutzt verstreichen lassen. Hochgeschätzte Zuhörer, lassen Sie mich abschließend ein Wort zur Zukunft der Stiftung Flucht und Vertreibung und Versöhnung sagen. Mit der Wahl von Frau Dr. Gundela Bavendam zur neuen Direktorin und ihrem klaren Bekenntnis zur Stiftungskonzeption in ihrer heutigen gültigen Form hat dieses zentrale Erinnerungsvorhaben der Bundesregierung eine gute Zukunft vor sich. In der geplanten Dauerausstellung ihren Schwerpunkt auf die Flucht und Vertreibung der Deutschen zu legen, wird die Einrichtung ihrem wichtigen Auftrag gerecht. Ein bedeutendes Kapitel der jungen deutschen Geschichte wird damit in der Hauptstadt Berlin präsent bleiben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Der Kollege Dietmar Nitan hat für die SPD-Fraktion das Wort.